Ich bin wieder da und es macht Tick-Klack. Klick-Klack, ich hab wieder nix zu tun. Guck hier, jeder fragt mich jetzt, wie machst du das? Wie mach ich was? Ich mach einfach das, es passt. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, frisch von der Gamescom. Leicht erholt wieder nur ein bisschen, weil es war echt eine lange Reise und ein langes Wochenende und mit wenig Schlaf verbunden, aber ich bin jetzt wieder zurück und ich habe einen neuen super krassen Launch-Glitch für euch am Start. Und zwar heute hat mir geholfen die Ballerina, die hat jetzt auch einen YouTube-Kanal, im Moment noch kein Video, aber das wird auf jeden Fall bald kommen, weil ich sie dazu zwingen werde. Und falls ihr eines von diesen Outfit-Glitches haben möchtet, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich auf jeden Fall einige davon drin. Und was ihr für den Launch-Glitch braucht, ist einmal so ein Technical... so ein Insurgent Pickup und so ein Panzer, so ein Rhino-Panzer. Beides bekommt ihr von Pegasus. Ich würde euch das Ganze empfehlen, vielleicht in einem Job, wo ihr einfach mal so ein paar Minuten euch ein bisschen Zeit nehmt und so einen Job einfach erstellt, irgendwo ohne Verkehr, damit ihr da einfach so das Ganze ja problemlos machen könnt, ohne Pegasus anzurufen und die Fahrzeuge euch zu bestellen und irgendwo hinliefern zu lassen. So, jetzt zeige ich euch, wie das geht. Eigentlich super einfach, und zwar... Ihr braucht ein bisschen Anlauf und ja, ein kleines bisschen Timing, aber ich denke, das ist so easy, das kriegt jeder von euch hin. Danach stellt ihr euch so ein bisschen gegenüber und euer Kollege muss das Panzerrohr so ein bisschen auf die Seite haben. Also ihr müsst quasi auf den Panzer zufahren und gegen das Panzerrohr, wenn beide Fahrzeuge fahren. Und wenn ihr seht, wie ihr seht, funktioniert es so geil, dass ihr richtig hochfliegt. Und wir haben das jetzt mal ein bisschen getestet und haben festgestellt, je mehr Anlauf ihr holt, desto höher fliegt ihr. Also ich zeige euch jetzt gerade nochmal ein Beispiel. Und zwar, jetzt geben wir mal beide richtig Vollgas, fahren gegen das Rohr und bats, fliegt ein bisschen höher als gerade eben. Aber wir dachten uns, ja okay, das kann ja wohl nicht alles sein, da ist da bestimmt noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und wir zeigen, oder ja, ich zeige euch jetzt gerade mal den dritten Versuch. So, und das Ganze jetzt mit wirklich Vollgas, wo jetzt beide mal ein bisschen Schwung holen und dann einfach mal Vollgas gegen das Rohr fahren. Ihr müsst halt gucken, dass das Panzerrohr genau an das MG hinkommt und dann katapultiert es euch wirklich so dermaßen weit. Das ist so richtig geil und halt auch extrem easy. Und mit viel Glück katapultiert es den Panzer mit nach oben. Also er fliegt dann genauso weit. Aber da müsst ihr halt wirklich einige Versuche mehr machen. Und ja, jedem fünften oder sechsten Mal würde ich zwar behaupten, hat es bei uns geklappt, dass der Panzer auch noch extrem weit mit katapultiert wird. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Wenn es so ist, dann würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ihr wisst ja, Abo dalassen oder sonst irgendwas, blablabla. So, alle Informationen über mich findet ihr sonst auch unten in der Videobeschreibung. Dafür ist sie da. Und dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Und ich würde mal behaupten, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, Mädels, haut rein, macht's gut, euer Zeddy.